Liebe Sympathisantinnen, liebe Sympathisanten des Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt, liebe Mitglieder des Zentrums, liebe Interessierte an der alten Welt, der alten Geschichte, der Geschichtswissenschaft, meine Damen, meine Herren, Sie hier im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vor mir und Sie im Livestream vor Ihren Bildschirmen, seien Sie herzlich willkommen geheißen zum diesjährigen Jahresvortrag dieses Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, trotz der Ereignisse, die uns seit gestern empören, besorgen und beschäftigen und die unsere Alltagsgeschäfte, auch unsere Pläsiers und unsere gelehrten Unterhaltungen etwas wie Petitessen erscheinen lassen. Dass Gegenwart und Zukunft von Ereignissen der Vergangenheit bestimmt werden, ist ein Gemeinplatz. Doch auch die Art, wie über die Vergangenheit gedacht wird, kann in einer Gegenwart wirkmächtig werden. Und daraus leitet sich eine Ethik und Verantwortung der Geschichtswissenschaft ab, die in der Reflexion über sich selbst eines ihrer wichtigsten Regulative hat. Als wir den Meister dieses Abends, Professor Peter Funke, baten, zu dem angekündigten Thema zu sprechen, ahnten wir nicht, dass solche Gedanken heute eine Art von Aktualisierung, von Resonanz erfahren haben würden, die uns zutiefst verstört. Ein auf Lügen, auch Geschichtslügen gegründeter Angriffskrieg erschüttert die Ukraine und die Weltordnung, in der wir leben. In unserer Ratlosigkeit sind wir froh, heute Abend ein Exemplum, ein lehrreiches Exemplum, das Metier der Geschichtswissenschaft zu erhalten von besagtem Meister des Abends Peter Funke, den jetzt mein Kollege Klaus Hallhoff Ihnen vorstellen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Peter Funke vorzustellen ist sehr einfach und sehr schwierig zugleich. Einfach, weil seine res gestae zahlreich sind und wohl dokumentiert und sein Wirken allgemein bekannt und geschätzt. Schwierig, doppelt schwierig für mich, weil ich ihm seit 15 Jahren als meinem Projektleiter sehr eng verbunden bin und weil ich weiß, dass er solche Art Vorstellungen gern für andere gibt, für sich selbst aber deutlich weniger mag. Es sei also nur dies genannt, dass er 30 Jahre lang als Ordinarius die alte Geschichte an der Universität Münster lehrte, danach seit 2018 als Seniorprofessor, nachdem er sich 1985 an der Uni Köln habilitiert hatte mit Untersuchungen zur Geschichte und Struktur des Aetolischen Bundes. Und dass er in unzähligen außeruniversitären Institutionen der Wissenschaft tätig war und ist. Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftsrat, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, Deutscher Historikerverband, Deutsches Archäologisches Institut, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Was ihn unter vielem anderen auszeichnet, ist die Weite seines historischen Blicks in einer einzigartigen Verbindung mit akribischer, ich möchte sagen akribischster Quellenarbeit. Dass unser Fach das einzigartige Glück hat, zum Beispiel mit Inschriften immer wieder Neues und nicht selten sogar Spektakuläres zu gewinnen und dass es dafür solcher Forschungseinrichtungen bedarf wie unser Zentrum Grundlagenforschung, dass dafür aber seinerseits sich auch mit seinen Kompetenzen in Lehre und Ausbildung einbringen muss, das hat er stets offensiv und nachdrücklich vertreten. Wir haben mit dir gemeinsam zum Beispiel das Format unserer epigraphischen Frühjahrsakademien entwickelt und wir beide haben über manchen zerbröselten Stein lange gesessen, um ihm die letzten Buchstaben
zu entlocken. Seit 2007 bist du, wie gesagt, der Projektleiter des ältesten Vorhabens der hiesigen Akademie, des griechischen Inschriftenwerkes. Und man mag es kaum glauben, dass wir erst heute das Privileg eines Vortrags von dir haben. Es entstammt einem weiteren Schwerpunkt deiner Forschung, der Wissenschafts- und Forschungsgeschichte. Du wirst über Griechenland in der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts sprechen. Sich die Geschichte zu eigenen Zwecken zurechtzulegen, sogar zu missbrauchen, ist freilich kein Alleinstellungsmerkmal der Historiographen, wie wir gerade jetzt beklemmend erfahren müssen. Es ist irgendwie dann doch ein sehr aktuelles Thema, für das ich dich, lieber Peter, auf die Rostra bitte. Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank. Für die Einleitung. Ich bin, muss ich gestehen, wirklich auch stolz, dass ich heute Abend hier sein kann und vor allen Dingen aber auch stolz auf die letzten 15 Jahre als Projektleiter der Inscriptionis Graecae gewirkt zu haben und noch wirke. Das ist nicht so dahingesagt, sondern das ist wirklich eine tolle Aufgabe. Zwischen Universität und Akademien sich zu bewegen in solchen Forschungsprojekten ist wunderbar und ich bin wirklich dankbar dafür. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Christoph, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Freunde des Zentrums Grundlagenforschung Antike Welt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das klingt wieder erwartend für mich auch sehr aktuell, dieses Thema. Erwarten Sie jetzt nicht, dass ich das jetzt umbreche darauf, sondern einfach nur das hinstelle, was ich zu sagen habe zum 19. Jahrhundert und zur Rezeption und Deutung der griechischen Geschichte in der deutschen Geschichtsschreibung. Aber vielleicht ist doch manche Brücke im Hintergrund, wird bei Ihnen wachgerufen. Wir werden sehen. Für mich war der Ansatzpunkt ein ganz anderer. Es waren die letztjährigen 200-Jahr-Feiern des Beginns des Aufstandes der Griechen gegen das Osmanische Reich im Jahre 1821, die für mich der Anlass waren, mich erneut mit dem angekündigten Thema auseinanderzusetzen, das mich seit jeher immer wieder bei meiner Beschäftigung mit dem griechischen Altertum, mit der griechischen Antike umgetrieben hat. Wer sich mit der Vielfalt der deutsch-griechischen Begegnungen in den vergangenen 200 Jahren beschäftigt, der kommt nicht umhin, sich auch mit dem Verhältnis der deutschen zur antiken griechischen Geschichte auseinanderzusetzen. Die wechselvollen Beziehungen zwischen Deutschen und Griechen waren von einer ebenso wechselvollen Rezeption und Deutung der Geschichte der antiken griechischen Staatenwelt geprägt. Was heute nur noch sehr bedingt und eingeschränkt gelten mag, das war im 19. Jahrhundert ein bestimmendes Element, nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs der klassischen Altertumswissenschaften, sondern auch, damit aufs Engste verbunden, in den politischen Debatten um die Ausgestaltung einer deutschen Nation. Jetzt muss ich noch meinen PowerPointer in der Hand halten. In der Vielfalt der griechischen Staatenwelt glaubte man ein wesensgleiches Spiegelbild der eigenen Kleinstaaterei zwischen den Großmächten Preußen und Österreich-Ungarn erkennen zu können. Und so ganz falsch war diese Assoziation mit dem sogenannten Dritten Deutschland ja auch gar nicht. Weshalb übrigens mein Freund und Kollege Hans-Joachim Gerke seinem die Vielgestaltigkeit der antiken Staatenwelt beschreibenden Buch Jenseits von Athen und Sparta eben den Untertitel gegeben hat, das dritte Griechenland. Ein Titel übrigens, der mittlerweile schon sehr gängig geworden ist im Sprachgebrauch der Althistoriker und auch darüber hinaus. Schwierig wurde es dann allerdings, als die deutschen Philhellenen sich mit großem Enthusiasmus dafür einsetzten, ein nationalstaatlich geeintes Griechenland auf ein antikes Erbe zu gründen, um aus den Romii, den Römern der byzantinischen und osmanischen Zeit,
wieder echte Hellenen zu machen. Das damit verbundene Konstrukt einer gemeinsamen politischen Identität aller Hellenen ließ sich nur schwer mit den antiken Verhältnissen in Einklang bringen. Die Idee eines national geeinten antiken Griechenland war ein Anachronismus und wäre bei den Bürgern in der klassischen griechischen Staatenwelt fraglos auf völliges Unverständnis gestoßen. Ganz unabhängig davon, ob sie im Mutterland, in Sizilien oder Kleinasien oder auch am Schwarzen Meer beheimatet waren. Auch wenn es durchaus ein panhellenisches Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben hatte, blieb der politische Bezugspunkt nur die jeweilige Polis, der eigene Staat, die eigene Heimat, die eigene Stadt. Selbst der athenische Politiker Isokrates, der in seinen Reden immer wieder den Panhellenismus beschwor, also das Zusammengehörigkeitsgefühl, kontrastiert im Rückblick auf die Perserkriege die Patrides, die Vaterländer der Griechen, mit der Gesamtheit von Hellas, indem er davon spricht, dass die Griechen im Kampf gegen die Perser nicht nur ihre eigenen Vaterländer, ihre Patrides, errettet haben, sondern ganz Hellas befreit hätten. Also zwischen den Vaterländern und ganz Hellas wird hier differenziert. Die antike griechische Geschichte ist eben keine Geschichte des antiken Griechen als eines in sich geschlossenen Ganzen, sondern eine Geschichte der antiken griechischen Staatenwelt. Und diese erstreckte sich von Spanien und Südfrankreich im Westen bis zu den Küsten des Schwarzen Meeres im Osten. Spätestens seit dem 6. Jahrhundert vor Christus saßen die Griechen um das Mittelmeer, um Platon zu zitieren, wie Frösche um einen Teich. In klassischer Zeit gab es mehr als 800 Polis, von denen der überwiegende Teil zwar an heutigen Maßstäben gemessen einen eher kleinstädtischen, ja sogar dörflichen Charakter hatten, die aber alle jeweils für sich ihre politische Eigenständigkeit beanspruchten. Eine Kleinstaatenwelt also, die mehr als viermal so viele Staaten umfasste, wie die heutige UNO-Vollversammlung Mitglieder zählt. Wir können uns diese Staatenwelt, die ja noch eingebettet umgeben war von zahllosen anderen nicht-griechischen Staaten, nicht mannigfaltig und konfliktreich genug vorstellen. Zugleich aber hat sie auch ein antikes Erbe hinterlassen, dessen Rezeption und Deutung immer wieder aufs Neue bis in unsere Gegenwart hinein der eigenen politischen Selbstvergewisserung dient. Welche Auswirkungen dieser Aspekt der deutsch-griechischen Begegnung im 19. Jahrhundert hatte, das möchte ich nun im Folgenden näher darlegen. Dabei werde ich den deutschen Philhellenismus jener Zeit nicht in Betracht ziehen, denn das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema. Ich möchte vielmehr darlegen, wie im 19. Jahrhundert die wissenschaftliche Beschäftigung mit der antiken griechischen Geschichte mit den politischen Vorstellungen und Denkweisen der Zeit verwoben war, die ja wiederum den Nährboden auch für die philhellenische Bewegung bildeten, unter anderem. Beginnen will ich mit einem Diktum, das Robert von Pöhlmann, einer der bedeutendsten deutschen, oft auch unterschätzten Althistoriker an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, das Robert Pöhlmann in seinem 1911 veröffentlichten Aufsatz über die Geschichte der Griechen und das 19. Jahrhundert einleitend voranstellte. Da heißt es: Unter den großen Problemen nationaler Erziehung und Bildung, die uns das letzte Jahrhundert ungelöst hinterlassen hat, steht noch immer in erster Reihe die geistige Auseinandersetzung mit dem Kulturerbe, das uns aus dem sogenannten Altertum überkommen ist.
Dieser Prozess der Abrechnung des modernen Menschen mit der geistigen Hinterlassenschaft der Antike hat eine unbefangene, streng geschichtliche Auffassung und Beurteilung derselben zeitweilig geradezu unmöglich gemacht. Über die Frage, was die antiken Griechen für uns bedeuten, hat man nur zu oft verkannt, was sie selbst waren. Man erfand sich das Griechentum, wie man es jeweils brauchte. Nun hat sich Robert von Pöhlmann in seinen eigenen wissenschaftlichen Publikationen, insbesondere zur antiken Sozialgeschichte, alles andere als zurückhaltend gezeigt, wenn es darum ging, antike Sachverhalte durch Vergleiche und Analogiebildungen mit der zeitgenössischen Erscheinungsform in eine unmittelbare Beziehung zu setzen. Das ändert aber nichts an der Richtigkeit der zitierten Feststellung, dass das antike Griechentum im Deutschland des 19. Jahrhunderts in hohem Maße politisch instrumentalisiert worden war und dass diese Ausdeutung auch noch bis in das 20. Jahrhundert hinein tiefgreifende Wirkungen auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte der antiken griechischen Staatenwelt zeitigten. Karl Christ hat diese Politisierung der Antike sowie die Idealisierung der Antike und die Verwissenschaftlichung der Antike als typische Eigenarten der antiken Rezeption der deutschen Altertumswissenschaft im 19. Jahrhundert herausgestellt. Alle drei Erscheinungsformen waren eng miteinander verflochten, wobei aber der Politisierung eine ausschlaggebende Rolle zukam. Das hatte nicht zuletzt seinen Grund darin, dass die deutsche Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts bekanntlich weitgehend eine politische Geschichtsschreibung war. Alle führenden Historiker waren aufs Engste mit der aktuellen Politik verbunden und hatten sich insbesondere an der Diskussion über die Forderung nach einer auch politisch zu vollziehenden nationalen Einigung Deutschlands mit großem Engagement beteiligt. Friedrich Meinecke hat in diesem Zusammenhang rückblickend einmal davon gesprochen, ich zitiere, dass ein übermächtiges Schicksal den Aufschwung der deutschen Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert mit dem politischen Aufschwung der Nation, mit der Schaffung des Nationalstaates untrennbar verknüpft hatte. Die deutschsprachigen Gesamtdarstellungen zur antiken griechischen Geschichte, die im Verlaufe des 19. Jahrhunderts erschienen sind, legen von dieser engen Verknüpfung zwischen Historiografie und Politik ein beredtes Zeugnis ab. Sie sind geradezu ein Spiegelbild der heftigen Auseinandersetzungen um die Überwindung der deutschen Kleinstaaterei und die Schaffung eines deutschen Nationalstaates. Die griechische Antike wurde nach Karl Christ, Zitat, zur Rüstkammer für Konservative wie für Liberale, für Demokraten wie für Sozialisten. Es ist erstaunlich, in welch hohem Maße die Dominanz tagespolitischer Perspektiven die Ausdeutung und Interpretation der reichen wissenschaftlichen Erträge einer blühenden Altertumswissenschaft zur damaligen Zeit bestimmte. Die Gesamtdarstellungen zur Geschichte des antiken Griechenland gleichen quasi einem Seismographen der politischen Auseinandersetzungen um die nationalstaatliche Einigung Deutschlands. Stellt man nun die Frage nach dem Zeitpunkt des Beginns einer solchen Politisierung der griechischen Antike, so muss man wohl bis in die napoleonische Ära und die Zeit der Freiheitskriege zurückgehen. Natürlich entbehrte auch die zeitlich vorausgegangene Entdeckung des Griechentums durch Winckelmann und Goethe nicht eines gewissen politischen Akzentes. Aber dieser Zugang zum antiken Griechentum hatte den staatlich-politischen Aspekt ausgeblendet, der dann für die Folgezeit prägend werden sollte. Zu Recht bemerkt Walter Rehm in seinem Buch Griechentum und Goethezeit hierzu,
Der Mensch, nicht der Staat, war dieser Zeit Merkzeichen des Griechischen. Die Polis war das Letzte, was Goethe und nicht nur ihn an der Antike am Griechentum fesselte. Der Staat war in diesen deutschen Griechenmythos nicht aufgenommen. Das änderte sich dann allerdings zu Beginn des 19. Jahrhunderts grundlegend. Damals kam der Gedanke auf, dass die griechische Antike die Basis für die Begründung eines deutschen Nationalbewusstseins abgeben könne. Die Brücke hatte offensichtlich Wilhelm von Humboldt geschlagen, indem er die Idee einer inneren Verwandtschaft zwischen griechischem und deutschem Nationalcharakter entwickelte. Dabei spielte der Gedanke einer nationalstaatlichen Einigung anfangs eine, wenn überhaupt, nur ganz untergeordnete Rolle. Man sah im Gegenteil in der Vielgestaltigkeit der griechischen Staatenwelt ein durchaus verbindendes Element, das den Gedanken einer deutsch-griechischen Verwandtschaft nur stützen konnte. Beherrschend wurde zunächst die Idee von einer allein durch die gemeinsame Sprache und Kultur verbundenen Nation, deren Kleinstaaterei sogar eher eine notwendige Voraussetzung, denn ein störendes Hindernis darstellte, gerade so, wie man sich die Gegebenheiten der griechischen Poliswelt der klassischen Zeit vorstellen zu können glaubte. Im antiken Griechentum sah man die Wahrung der individuellen Freiheit und die Existenz einer alle verbindenden Nation als die sich gegenseitig bedingenden Garanten für eine kulturelle und politische Blüte vorbildhaft verwirklicht. Es soll und kann hier nun nicht im Einzelnen den Ursachen und Hintergründen dieser nationalen Neubesinnung auf das antike Griechentum nachgegangen werden. Dass diese Entwicklung aber keineswegs unvermittelt eintrat, dürfte auf der Hand liegen. Der enge Zusammenhang mit der politischen Situation in den Freiheitskriegen gegen die Vorherrschaft Frankreichs unter Napoleon und der Griechen gegen das Osmanische Reich erscheint evident. Neben der vordergründigen politischen Abkehr vom französisch-romanischen Einfluss bot die nationale Perspektive auf das antike Griechenland vor allem auch die Möglichkeit, in dem schon damals entbrennenden Streit um den Wert der humanistischen Bildung die Stellung der Antike neu zu positionieren. Pars pro toto sei hier nur die bald nach 1805 von dem Philologen und Philosophen Friedrich Ast verfasste Schrift über den Geist des Altertums und dessen Bedeutung für unser Zeitalter genannt. Zur gleichen Zeit gerierte sich der Philologe Franz Paso als entschiedener Verfechter einer griechisch-deutschen Nationalerziehung. Und vielleicht ist es ganz interessant zu lesen, es gibt ein kleines Büchlein eines ehemaligen preußischen Offiziers, der 1821 bei der Belagerung Athens als Belagerungskommandant tätig war. Und er hat darüber ein Büchlein verfasst, 1823 bereits, heißt Einige Worte über Griechenland, das war der Wilhelm Bellier de Launay. Und da schreibt er, ich schätze es mir zur höchsten Ehre, dass ich Deutscher bin, dieser Stadt, die einst die Wiege unserer jetzigen Bildung war, als Belagerungskommandant gedient habe. Das zeigt diese enge Verbindung, wie tief das schon im Denken dieser frühen Freiheitskriege war. Paso wiederum war ein Zögling des Philologen Friedrich Jacobs, den man zu den Protagonisten eines am antiken Griechentum ausgerichteten Bildungsideals zählen darf. Jacobs hatte bereits 1805 in seiner deutschen Übersetzung der Staatsreden des Demosthenes, dem Vater Alexanders des Großen, mit Napoleon verglichen und hatte damit ein frühes Zeugnis für die politische Aktualisierung der griechischen Geschichte geliefert. Bildung und Politik wurden untrennbar miteinander verbunden. Und Jacobs stand damals keineswegs allein. Noch im gleichen Jahr, im November 1805,
fertigte Barthold Georg Niebuhr eine Übersetzung der ersten philippischen Rede des Demosthenes an, die er bezeichnenderweise anonym veröffentlichen ließ. Die politische Stoßrichtung war offensichtlich die gleiche wie von Jakobs. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Niebuhr durch die Erinnerung an die Lage der griechischen Polleis am Vorabend der Schlacht bei Chaironea gegen den Makedonenkönig Philipp und seinen Sohn Alexander, dem Vergleich der Machtexpansion Makedoniens mit dem Anwachsen der Vormachtstellung Frankreichs suchte, um auf diese Weise die Lage der deutschen Staaten in seiner Zeit, um auf diese Lage aufmerksam zu machen. Auch in der Folgezeit hatte Niebuhr immer wieder eine Analogie zwischen dem antiken Griechenland und dem zeitgenössischen Deutschland hergestellt. Und noch wenige Wochen vor seinem Tod beschließt er das Vorwort zum neuen Abdruck seiner Übersetzung der ersten Philippika des Demosthenes mit der Feststellung, dass bei Chaironea Griechenland untergegangen sei, das Deutschland des Altertums. Ein letzter Hinweis mag den Stellenwert noch einmal verdeutlichen, welcher der altgriechischen Geschichte vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts zugewachsen war. Im Herbst-Winter des Jahres 1807-1808 skizzierte Wilhelm von Humboldt in Rom das Vorwort zu einer geplanten, dann allerdings nie ausgeführten Geschichte des Verfalls und Untergangs der griechischen Freistaaten. In den einleitenden Worten kommt besonders klar die Auffassung vom antiken Griechentum zum Ausdruck, wie sie zur damaligen Zeit, vor allem eben auch durch Humboldt, mit großem Erfolg propagiert wurde. Er schreibt dort: Indem ich unternehme, die Geschichte des Verfalls und Untergangs der griechischen Freistaaten zu beschreiben, habe ich einen dreifachen Zweck vor Augen. Erstlich, mich in eine Zeit zu versetzen, in welcher der Kampf besserer Kräfte gegen übermächtige Gewalt auf eine unglückliche, aber ehrenvolle Weise gekämpft ward. Zweitens, zu zeigen, dass der Grieche eine zu edle, zarte, freie und humane Natur besaß, um in seiner Zeit eine damals die Individualität notwendig beschränkende politische Verfassung zu gründen. Drittens, einen Standpunkt zu fassen, von dem sich die alte und neue Geschichte in ihrem ganzen Umfang bequem überschauen lässt. Das ist das Vorwort zu einer leider dann aber nie erschienenen Schrift über den Verfall und Niedergang der griechischen Freistaaten. Verfall und Niedergang ist vielleicht auch ganz bezeichnend für die ganze Ausdeutung. In den weiteren Ausführungen kommt Humboldt dann auf das von ihm immer wieder herausgestellte besondere Nahverhältnis zwischen dem antiken Griechenland und Deutschland zu sprechen. Da heißt es: Die Deutschen besitzen das unstreitige Verdienst, die griechische Bildung zuerst treu aufgefasst und tief gefühlt zu haben. Andere Nationen sind hierin nie gleich glücklich gewesen. Deutsche knüpft daher seitdem ein ungleich festeres und engeres Band an die Griechen als an irgendeine andere, auch bei weitem näher liegende Zeit oder Nation. Deutschland zeigt in Sprache, Vielseitigkeit der Bestrebungen, Einfachheit des Sinnes, in der föderalistischen Verfassung und seinen neuesten Schicksalen eine unleugbare Ähnlichkeit mit Griechenland. Die Funktionalisierung der altgriechischen Geschichte in der damaligen Zeit kommt in diesen Worten besonders plastisch zum Ausdruck. Umso erstaunlicher bleibt es, dass noch bis weit in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein keine einzige Gesamtdarstellung der Geschichte des antiken Griechenland aus der Feder eines deutschen Gelehrten veröffentlicht wurde. Stattdessen begnügte man sich mit den Übersetzungen englischer Geschichtswerke, sowohl konservativer wie auch liberaler Prägung, die in England als Folge der fast zeitgleichen und ebenfalls durchaus mit politischen Akzenten versehenen Hinwendungen zum antiken Griechentum in kurzen Abständen auf den Markt gekommen waren.
Nachdem schon 1787 eine vierbändige Übersetzung der History of Ancient Greece von John Gillis erschienen war, folgten ab 1802 die Übersetzung der History of Greece von William Mitford in 6 Bänden und 1839 eine ebenfalls mehrbändige Übersetzung der History of Greece von Conop Firbol. Ab 1850 erschien dann die Übersetzung der 8-bändigen History of Greece von George Grote. Der Einfluss dieser englischen Geschichtswerke auf die deutsche Altertumsforschung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. So schreibt 1856 Arnold Schäfer im Vorwort zu seinem Werk über Demosthenes und seine Zeit: Schließlich gedenke ich gern der vielfachen Anregung und Belehrung, welche ich aus den Bearbeitungen der griechischen Geschichte von Conop Firbol und George Grote geschöpft habe. Von jeher hat das klare Urteil und die bedächtige Kritik des gelehrten Bischofs, damit ist Firbol gemeint, mich in hohem Grade angezogen. Aber nicht minder hat die umfassendere und schunkhaftere Darstellung Grotes mich gefesselt und oft mir neue Gesichtspunkte eröffnet. Wie aber lässt sich erklären, dass erst in der Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts und eigentlich erst in Reaktion auf die englischen Geschichtswerke, allen übrigens voran das von George Grote, auch in Deutschland entsprechende Darstellungen verfasst wurden? Die Gründe sind nicht leicht auszumachen. Es mag sein, dass die englischen Darstellungen mit ihrem, wie Ulrich Wilamowitz Möllendorf das einmal ausgedrückt hatte, mit ihrem konsequenten und mit politischer Klarheit und Schärfe geschriebenen Stil und ihrer Neigung zur politisierenden Aktualisierung den Bedürfnissen der damaligen Zeit auch in Deutschland anfangs durchaus genügt hatten. Das allein kann aber nicht als Begründung meines Erachtens dienen. Zumal die wachsende Bedeutung der griechischen Geschichte auch in der deutschen Altertumsforschung durchaus zu einer sehr regen wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Gegenstand geführt hatte. Allerdings verharrten die deutschen Gelehrten zunächst noch weitgehend in den konventionellen Bahnen einer vornehmlich auf die griechischen Antiquitäten und Staatsaltertümer ausgerichteten Forschung, wie sie schon von Ubu Emmius im 17. Jahrhundert vorgezeichnet worden waren. Natürlich hatten sich die Methoden und die Arbeitsgrundlagen ganz wesentlich verändert, vor allen Dingen seitdem August Boeck durch seine erstmals 1817 erschienene bahnbrechende Arbeit über die Staatshaushaltung der Athener den Altertumswissenschaftlern ganz neue Wege der Quellenerschließung und der Quelleninterpretation eröffnet hat. Es ist übrigens bezeichnend, dass Boeck sein Werk dem scharfsinnigen und großherzigen Kenner des Altertums Barthold Georg Niebuhr zum Zeichen inniger Verehrung widmete, der durch seine Forschung ebenso wie Boeck entscheidend dazu beigetragen hatte, der Forschung der Antike ein neues methodisches Rüstzeug zu verschaffen. Aber trotz oder vielleicht eher sogar gerade wegen der vor allem durch Niebuhr und Boeck erweiterten Forschungsperspektive auf die Antike blieb die Beschäftigung mit der griechischen Geschichte zunächst auf das detailfreudige Sammeln der Antiquitäten begrenzt, die dann eher additiv zusammengefasst wurden. Allein in den 10 Jahren zwischen 1821 und 1831 erschienen in rascher Folge die dann lange Zeit grundlegenden und für alle späteren Werke durchaus vorbildhaften staatskundlichen Handbücher von Tittmann, Wachsmuth und Hermann. Da sind die drei Herren. Die nutzen wir heute zum Teil noch. Wirklich grundlegend. Und daher die herausragenden wissenschaftlichen Leistungen, die auf dem Gebiet der antiken griechischen Staatskunde damals erbracht wurden, dürfen keineswegs gering geschätzt werden. Es bleibt aber gleichwohl zu konstatieren,
dass sich zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland für die Geschichte des antiken Griechenland keine Geschichtsschreibung entwickelt hatte, die sich mit derjenigen in England hätte messen können. Wahrscheinlich haben wir in diesem Tatbestand den Reflex einer Denkweise zu sehen, die den Zustand der deutschen Kleinstaaterei und deren Konditionierung in den Verhältnissen der griechischen Poliswelt wiederzufinden hoffte und die sich daher zunächst einmal auf die Rekonstruktion der komplexen antiken staatlichen Rahmenbedingungen beschränkte. Lähmend dürfte sich auf die Entwicklung einer griechischen Geschichtsschreibung, aber auch der Methodenstreit ausgewirkt haben, der vor allem durch die Arbeiten von Niebuhr und Böck ausgelöst worden war. Die quellenkritischen Methoden der beiden Gelehrten hatten zwar eine breite, aber keineswegs ungeteilte Zustimmung gefunden. Der Widerstand formierte, das war jetzt ein ganz spannender wissenschaftlicher Diskurs, auf den ich nur kurz eingehen kann, der Widerstand formierte sich im Lager der sogenannten Wortphilologie um die Person von Gottfried Herrmann, der Sachphilologie einen gänzlich unzureichenden Umgang mit dem Quellenmaterial vorwarf, während die Sachphilologen wiederum ihren Gegnern jegliches historisches Verständnis absprachen. Karl Julius Beloch brachte 100 Jahre später diesen auch in seiner Zeit noch nicht ausgestandenen Disput in der für ihn unverkennbaren typischen Weise auf den Punkt. Ich zitiere: Der Philologe glaubt, was in den Quellen steht, bis ihm bewiesen wird, dass es falsch ist. Der Historiker glaubt es nur, wenn ihm bewiesen wird, dass es richtig ist. In diesem sich zuspitzenden Streit galt es, die Tragfähigkeit der neuen Methode durch Detailforschung unter Beweis zu stellen, bevor man sich an eine umfassende, die historische Gesamtentwicklung in den Blick nehmende Deutung der griechischen Geschichte überhaupt herantraute. Auch dies mag ein Grund für die anfängliche Beschränkung auf die Erforschung der griechischen Staatsaltertümer gewesen sein. Die sich damals öffnende Kluft innerhalb der deutschen Altertumswissenschaften führte übrigens zu einer zunehmenden Trennung in die Bereiche der klassischen Philologie und der alten Geschichte, welche von gegenseitigen Vorbehalten geprägt waren, die sich auf die Erforschung des gemeinsamen Gegenstandes überaus hinderlich auswirken musste. Manchmal möchte man sogar sagen, immer noch auswirkt. Auch war der Methodenstreit eng mit den politischen Aspekten der damaligen Geschichtsschreibung verbunden. Und man tat sich schwer damit, zu einer gemeinsamen historischen Bewertung der weitgehend akzeptierten Verwandtschaft zwischen Deutschland und dem antiken Griechenland zu kommen. An gelegentlichen Analogien fehlte es auch in den staatskundlichen Handbüchern natürlich nicht. Aber zu einem geschlossenen Deutungsentwurf kam es nicht. Es haben wohl auch inhaltliche Erwägungen einem solchen Unterfangen entgegengestanden. Solange in der politischen Diskussion der Nationenbegriff noch nicht in einem zwingenden Zusammenhang mit dem Staatsbegriff gebracht wurde, konnte die Vorstellung von einer die Einzelstaaten überwölbenden Kulturnation geradezu als Garant für kulturelle Blüte und politische Freiheit zum Identifikationsmuster werden. So gesehen konnte man sich durchaus in vielen Momenten der griechischen Geschichte wiederfinden. Der Vergleich mit der Geschichte der griechischen Freistaatenwelt hatte aber immer auch deren Niederlage gegen Philipp II. Von Makedonien 338 in der Schlacht bei Chaironea mitzubedenken. Und damit musste von vornherein jede Analogiebildung im skizzierten Sinne prekär bleiben, da sich spätestens hier zeigte, dass Freiheitsideal und Machtprinzip oft nur schwer miteinander zu vereinbaren waren. Die dadurch bedingte Zwiespältigkeit aller Vergleiche zwischen der Lage der deutschen Kleinstaaten und derjenigen der griechischen Polis wurde nun keineswegs erst durch die nationalstaatlichen Debatten in und nach 1848 offenbar.
Schon 1817 traf August Boeck die ernichtende Feststellung, die Hellenen waren im Glanze ihrer Kunst und in der Blüte der Freiheit unglücklicher als die meisten glauben. Sie trugen den Keim des Untergangs in sich selbst und der Baum musste umgehauen werden, als er faul geworden war. Dererlei Perspektiven mussten sich zwangsläufig, hinderlich und hemmend auf die Versuche auswirken, die griechische Geschichte als Ganze unter einem Blickwinkel darzustellen, der sich in einem der griechischen Antike verpflichteten Bildungsideal orientierte. Und die Schwierigkeiten vergrößerten sich noch in dem Maße, in dem der Gedanke der Staatsnation und die Forderung nach einer staatlichen Einigung in Deutschland Platz griffen. Das antike Griechentum drohte vor diesem Hintergrund endgültig seine Modernität verlustig zu gehen. In dieser Situation wies 1833 Johann Gustav Droysen mit seiner Darstellung der Geschichte Alexanders des Großen der Betrachtung der Geschichte ganz neue Wege. Die Ausweitung der makedonischen Herrschaft über die griechischen Freistaaten unter Philipp und Alexander erscheint hier nun nicht mehr als ein Fanal, sondern als eine längst überfällige Befreiung aus einer politisch gänzlich verfahrenen Lage. Am 1. September 1834 schreibt Droysen an den Philologen und Archäologen Friedrich Gottlieb Welker: Ich bin ein Verehrer der Bewegung des Vorwärts. Caesar, nicht Cato, Alexander, nicht Demosthenes ist meine Passion. Weder Cato noch Demosthenes begreifen mehr die Zeit, die Entwicklung, den unaufhaltsamen Fortschritt. Droysen hat in seiner radikalen Neubewertung der Geschichte nach Chaironeia nationalstaatliche Vorstellungen seiner eigenen Zeit zugrunde gelegt, die in der Überwindung der deutschen Kleinstaaterei durch die Einigung unter einer starken Vormacht ein erstrebenswertes Ziel sahen. So wurde 1833 Droysens Alexanderbuch, um Friedrich Meinecke zu zitieren, ein Symbol dafür, dass der Zeiger der eigenen Zeit auf die Einigung Deutschlands durch die straffe preußische Militärmonarchie stand. Der von Droysen durchgeführte Vergleich zwischen Makedonien und Preußen war für sich genommen nicht grundsätzlich neu, sondern bereits im 18. Jahrhundert in England mehrfach angestellt worden. Neu und überaus folgenreich war aber die Anwendung der Idee der Staatsnation auf die Staatenwelt des antiken Griechenland. Droysen hatte damit erstmals ein Erklärungsmuster auf die griechische Geschichte übertragen, das in der Folgezeit nachhaltig wirksam werden sollte. Insbesondere nachdem infolge der Ereignisse von 1848 die Auseinandersetzung um die künftige nationalstaatliche Gestaltung Deutschlands das tagespolitische Geschehen noch stärker als je zuvor bestimmten. Der Freiheitsbegriff wurde dem Gedanken der Staatsnation und dem Einheitsbegriff untergeordnet und das Machtprinzip als bestimmende historische Kategorie anerkannt. Das ist dieses weitere Zitat, was ich hier aufgeführt habe. Ja, so sehr kommt es auf Macht und nur auf Macht an, dass selbst die Freiheit wertlos ist ohne sie, schreibt Droysen Weihnachten 1848. Und Karl Julius Beloch vermerkt später, dass Droysen Philipp und Alexander den Weg geebnet habe, ganz so wie die Männer von 1848 es gewesen sind, die der deutschen Einheit den Boden bereitet haben. Man darf die anfängliche Wirkung des Droysischen Werkes allerdings auch nicht überschätzen. So fand die Bewertung der politischen Rolle Makedoniens keineswegs ungeteilte Zustimmung. Was aber fortan vor allem im Nachgang zu den Ereignissen von 1848 Bestand hatte, das war die Übertragung der nationalstaatlichen Perspektive auf die Geschichte des antiken Griechenland. Wie auch immer man die Politik der Makedonenkönige einschätzen mochte, Ausgangspunkt und Grundlage aller Einschätzungen waren nunmehr durch eine nationalstaatliche Perspektive geprägt.
Erfolg und Misslingen in der griechischen Politik wurden vorrangig danach bemessen, inwieweit man sich dem Ideal einer nationalstaatlichen Einheit anzunähern vermocht hatte. Von hier aus ließ sich nun auch ein festerer Standpunkt für eine Gesamtwürdigung, zumindest der politischen Geschichte des antiken Griechenland, gewinnen. Und so kam es nicht von ungefähr, dass gerade ab der Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts in sehr schneller Abfolge hintereinander zahlreiche deutsche Darstellungen zur griechischen Geschichte veröffentlicht wurden. Als erste Darstellung erschien 1854 Kortüms dreibändige Geschichte des antiken Griechenland. Die ersten Bände der Geschichte der Griechen von Max Dunker waren kurz danach, 1856-57, als Bestandteile einer geplanten Geschichte des Altertums auf den Markt gekommen. Obgleich seine Bücher zum Teil 5 Auflagen erhielten, hat Dunker seine Darstellung der griechischen Geschichte allerdings nie über das 5. Jahrhundert hinaus zu Ende geführt. 5. Jahrhundert vor Christus, wohlgemerkt. Weitere Werke zur griechischen Geschichte erschienen in rascher Abfolge. Fast jährlich, kann man sagen. Genannt seien hier nur der Anschauung halber Friedegard Mohnes Werk, 1857 folgende, Leonhard Schmitz, 1859 und Georg Weber, ebenfalls 1859. Namen, die wir heute fast gar nicht mehr kennen in der griechischen Geschichte. Dreusen hatte damals das Angebot des Verlegers Reimer abgelehnt, für die gleiche Reihe, in der 1854 Mommsens römische Geschichte erschien, eine griechische Geschichte zu verfassen. Das hat er abgelehnt. Statt seiner hat dann Ernst Curtius diese Aufgabe übernommen, dessen griechische Geschichte zwischen 1857 und 1867 erstmals erschien. Mehrfach überarbeitet, vielfach neu aufgelegt, übertraf dieses Werk von Curtius an Verbreitung und Popularität alle übrigen Darstellungen zur griechischen Geschichte, die damals in großer Zahl auf dem Markt drängten. Die späteren, Pöhlmann, Beloch und andere im 20. Jahrhundert, haben an Curtius oft seine Unfähigkeit zur historischen Kritik und sein politisches Unverständnis bemängelt. Und in der Tat konnte sich seine griechische Geschichte etwa mit der römischen Geschichte Mommsens schwerlich messen. Aber als gänzlich unpolitisch lässt sich auch Curtius' Geschichtsschreibung wohl kaum abtun. Seine Darlegungen lassen sich, wenn auch verhalten, durchaus in das Bemühen der damaligen Zeit um eine nationalstaatliche Perspektive auf das antike Griechentum einordnen. Wie sehr sich auch Curtius von dieser Strömung einfangen ließ, machen seine Ausführungen über die Entwicklung des preußischen Staates nach den Analogien der alten Griechen deutlich. Auch das hat er verfasst. Da heißt es nämlich: Das gemeinsame Vaterländische ist in der Stadt des Perikles zum vollendeten Ausdruck gekommen. Aber dieses Werk ist nur in kulturgeschichtlichem Sinne gelungen. Athen ist doch zu sehr Stadtgemeinde geblieben, als dass es Hellas in sich hätte aufnehmen können. Athen ist auf geistige Erfolge beschränkt geblieben und hat den Untergang des Vaterlandes nicht aufhalten können. Uns ist ein besseres Los gefallen. Kaiser Wilhelm hat die Siege erfochten, durch welche unser Vaterland vor dem Schicksal Griechenlands bewahrt ist. Also das ist ja durchaus eine politische Äußerung, glaube ich. Hier wurde das Ideal einer unter einer starken Vormacht geeinten Nation beschworen. Und das klassische Athen fungierte als antikes Beispiel, dessen vermeintliche Unzulänglichkeiten man durch die Fortschritte der eigenen Zeit überwunden sah. Damit hatte sich aber zugleich auch die Funktion des antiken Griechenland als mahnendes Exempel einer gescheiterten Nation verfestigt. Um diese Vorstellung wirkte auch in den Darstellungen der griechischen Geschichte noch nach, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts die bis dahin gängigen, aber durch ihre ungeheure Fülle neuer Quellenfunde und Forschungsergebnisse rasch veralterten Werke zu ersetzen. Allen voran sind das die nahezu zeitgleich erschienenen Bücher von Georg Busold, Karl Julius Beloch
und Eduard Meyer, die auch heute noch als grundlegend gelten dürfen, so unterschiedlich sie ausgerichtet waren, auch in ihrer Perspektive. Und so sehr auch diese Werke noch den Traditionen ihrer Vorgänger verpflichtet waren, bezeichneten sie in vieler Hinsicht dann doch einen ganz entschiedenen Neuanfang, dem Beloch in der ihm eigenen Art, von der Sie vorhin ja schon eine Kostprobe hatten, von der Beloch in seiner Autobiografie rückblickend wie folgt spricht, sie wie folgt charakterisiert. Das Buch, gemeint ist seine eigene griechische Darstellung, schlug das konventionelle Bild der griechischen Geschichte in Stücke, wie es uns auf der Schule eingeprägt worden war. Aus der Vorgeschichte wurde alles herausgeworfen, was nicht durch das Zeugnis der Denkmäler und des Epos oder durch Rückschlüsse zu erweisen war. Die Geschichte der Zeit vor den Perserkriegen wurde zur Einheit zusammengefasst. Nicht so viel war im 5. Jahrhundert zu tun, wohl aber wurde die Geschichte des 4. Jahrhunderts vollständig neu gestaltet. Die Schlacht bei Chaironeia wurde statt des Endes der griechischen Geschichte deren Höhepunkt. Mit meinen Urteilen über Perikles, Sokrates, Platon, Demosthenes habe ich viele in ihren heiligsten Gefühlen verletzt. Der Beifall der Besten aber hat mir schon damals nicht gefehlt. Und vor allem, das Buch wurde gekauft und gelesen. Und Curtius ist seitdem nicht wieder aufgelegt worden. Inwieweit diese Selbsteinschätzung zugleich auch eine Überschätzung ist, mag dahingestellt bleiben. Die herausragenden wissenschaftlichen Leistungen Belochs stehen jedenfalls außer Frage. Er hatte ganz neue konzeptionelle und methodische Grundlagen für die Beschäftigung mit der griechischen Geschichte geschaffen. Aber auch Beloch konnte sich nicht ganz von den Traditionen der vorangegangenen Zeit freimachen. Mit seiner Neubewertung von Chaironeia knüpfte er unmittelbar an die Forschung Dreusens an. Allerdings löste er sich weitgehend von dessen nationalstaatlicher Perspektive, und das ist wichtig. Seine Darlegungen zur griechischen Einheit im dritten Band der griechischen Geschichte führen über die einfache Alternative Partikularismus und Kleinstaaterei versus neustaatliche Einigung weit hinaus. Die Frage nach einer staatlichen Einigung ganz Griechenlands wurde als ein Anachronismus des 19. Jahrhunderts entlarvt. Stattdessen nahm Beloch die unterschiedlichen Bemühungen innerhalb der griechischen Freistaaten verstärkt in den Blick. Durch Staatenbünde, Bundesstaaten wurde die Instabilität der griechischen Staatenwelt überwunden, und das war sein Anliegen, das zu zeigen, wie hier also die Poleis untereinander arbeiten, wie sie je ihre eigene Geschichte entwickeln und zusammengehen, die Vielfalt. Ganz fremd war dieser Gedanke Belochs, aber auch schon für Dreuse nicht. Im letzten Band seiner Geschichte des Hellenismus schreibt er: Aber aus dem verdorrten Stamm schlägt an der Wurzel noch ein neuer Trieb aus. Im Achäischen Bund, das ist einer der griechischen Föderalstaaten, verwirklichen sich endlich jene föderativen Tendenzen, gleiche Berechtigung der verbündeten Städte, Souveränität der Gemeinsamkeit aller und kommunale Selbstständigkeit der Einzelnen. Das sind die Hauptmomente in diesem Bundesstaat, der Polypolitie früherer Zeit gerade entgegengesetzt, die staatsrechtliche Entwicklung der neuen Zeit nach einer Seite hin wohl nicht allein, aber vollständig darstellt. Was aber bei Dreusen noch seltsam isoliert darstellt und inhaltlich nicht weiter fortgeführt wurde, erfuhr durch Beloch und andere eine Behandlung, die der deutschen Altertumswissenschaft für die Beschäftigung mit der griechischen Geschichte neue Wege wies, die man im Übrigen in der Schweiz und in England schon viel früher gegangen war. Die Überwindung der nationalstaatlichen Perspektive am Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichte einen klareren Blick auf die politischen Rahmenbedingungen der griechischen Staatenwelt und trug damit zu einem besseren Verständnis der altgriechischen Geschichte bei, der altgriechischen Geschichte, die uns immer zugleich nah und fern bleiben wird. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank,
lieber Herr Funke, für diesen brillanten Vortrag. Und wir haben jetzt Gelegenheit zu einer Diskussion. Bitte fühlen Sie sich eingeladen. Ich wollte etwas fragen. Ich habe da etwas von dem Herrn Beloch nicht verstanden. Also es gab ja so zwei Positionen. Ich spreche nicht von der Methodik und dieser Menschen, die sich, der Fachleute, die sich damit beschäftigt haben auf die eine oder andere Weise, sondern von dem Substanziellen. Wesentlich schien mir die eine Aussage, die das Eigentliche, auch Übernehmenswerte, ist diese Polyphonie der Polis, also durchaus das gleiche Wertige nebeneinander dieser Stadtstaaten, die durchaus ein Gefüge bilden und erfolgreich sind und auch einen großen Anteil an Freiheit und Individualität erlauben. Während das Gegenmodell, was ja dann am Anfang und frühen 19. Jahrhundert formuliert wird, und wie Sie es gesagt haben, ist, dass da steht, Macht kann man, ohne Macht ist auch Freiheit nichts wert. Ja. Und da kommt ja dieser Gedanke des Nationalstaats. Also man muss die Einzelnen zurechtstutzen, ja. gleich machen, einem großen Prinzip unterlegen, sie müssen sich einem Prinzip unterlegen und erst dann kann eine gewisse Staatlichkeit aufkommen und damit auch Macht. Und meine Frage jetzt, kritisiert er das oder fördert er was? Welche Haltung stärkt er und welche, also er schlägt, er sagt, ich schlage das kaputt, welche Position hat er? Ja, ich habe Beloch herausgegeben, weil er sehr markant ist für den Wendepunkt in der Betrachtung der griechischen Geschichte. Es gibt, man müsste das Ganze sogar noch einbetten auch in die Werke hier von Eduard Meyer und Georg Busold. Es geht da vor allem darum, dass die Perspektive neu dargelegt wird. Er wendet sich gegen dieses einstrengige Schauen auf das, schaffen es die Griechen nun gemeinsam aufzutreten oder schaffen sie es nicht? Und die Bewertung von Chaironeia und sozusagen die Führerschaft der Makedonen, unter denen man sich zusammenfallen, wurde eben sozusagen instrumentalisiert als ein Ausdruck, man kann das auch in einer nationalen Einheit schaffen, nachdem man vorher die Kleinstaaterei hochgehoben hat. Was Beloch und die anderen machen, ist ganz einfach ein völliger Abstand zu suchen zu dieser Grundperspektive, sondern die viel stärker auf die einzelnen Polis einfach geguckt haben und sie nicht immer gleich irgendwo unterordnen wollen, sondern schauen wollten, wie ist die Dynamik, die diese Polis für sich selbst entwickeln. Aus was, sie bilden ja ein, sie, dieses, das Spannende an dieser griechischen Poliswelt ist ja, dass sie auf der einen Seite sich schon irgendwie zusammengehörig fühlen, aber nie so etwas die Idee einer griechischen Nation hatten. Es gibt ein Zusammenwirken, ja, auch in Teilen, in Politizis, aber nie einen Druck dahin. Und das setzt natürlich ganz andere Dynamiken frei, wenn man darauf den Blick sieht, und damit öffnet sich eine völlig neue Perspektive auf die griechische Geschichte als eine Vielstaatenwelt. Und das ist etwas, was wir im Grunde bis heute immer wieder aufs Neue durchdeklinieren, neu schauen, mal setzt man mehr die Schwerpunkte, habe ich auch mal zeitnah auf die Föderalstaaten, aber das allein ist nur ein Aspekt. Es gibt auch die einzelnen Städte wie etwa Athen, die dann auch Macht entwickeln können, aber immer in der Vielgestaltigkeit dieser Staatenwelt. Und so ist es eine Dynamik, die zwischen gemeinsam zusammenwirken und dem jeweilig eigenständigen einer Polis, was vorher sehr, sehr stark zurückgedrängt war und was jetzt wieder neu, also wirklich hier mobilisiert war, ein Zugriff, den wir heute auch suchen, wenn ich denke an die Diskussion. Und das ist schwierig zu greifen, die Diskussion etwa um die griechische Geschichte, das darf auch nicht eine reine Addition von Polis-Geschichten werden, sondern es geht darum, wie die aufeinander wirken und wie sie zusammen eine Einheit bilden oder Einheiten bilden können und wie sie auch wieder Eigenständiges entwickeln können. Wir haben jetzt eine starke Tendenz im Augenblick, die ist aber nicht jetzt grundlegend neu, aber wird verstärkt betrieben, dass man den Blick vor allem auf die lokalen Perspektiven, das macht gerade mein Nachfolger in Münster auch, der das nochmal sehr stark nach vorne treibt. Wir müssen auf das Lokale, auf lokale Perspektiven schauen. Aber da muss man der griechischen Welt natürlich fragen, was heißt denn lokal, was ist da drüber?
Global ist da auch nicht drüber. Das ist die Vielstaatlichkeit, die es ausmacht. Und die Öffnung, die fand in dieser Zeit statt. Es gab durchaus dann andere Tendenzen wieder später nochmal, das in der Nazizeit wieder zu Rund zu bringen, auf diese nationalstaatlichen Perspektiven. Eduard Meyer öffnet den Blick ganz anders, indem er nicht nur auf Griechenland guckt, sondern immer die Welt des Altertums beschreibt. Das ging von Ägypten bis, es meinte den mediterranen Raum, die mediterrane globale Welt. Nicht? Also sind unterschiedliche Stränge, ich konnte das alles nicht da sein. Busold ist mehr doch immer noch der, der auch gleichzeitig seine Staatskunden mit da im Kopf hatte. Aber es sind völlig neue Perspektiven auf die griechische Geschichte, die sich damit eröffnen. Man ist nicht mehr unter dieser Klammer da. Wie muss ich da mit Kaironeia umgehen? Es ist unglaublich, wenn die Geschichte des 19. Jahrhunderts sieht, wie man da ständig mit kämpft. Aber sind doch unsere Verwandten und warum kriegen die es denn nicht hin und so weiter? Gibt es weitere? Ja. Ich denke, wir schauen mal nach weiteren Fragen. Ja. Gibt es noch welche? Ja, ich sehe dort eine Meldung. Bitte kommen Sie. Ja, wir können da gleich noch drüber reden. Das ist. Besser und schlechter ist immer so eine Perspektive. Das sind historische Gegebenheiten. Vielen Dank für den Vortrag. Die politische Diskussion des 19. Jahrhunderts war ganz stark vom Gegensatz der Konservativen und der Liberalen geprägt. Wie würden Sie das hier einordnen? Das sind ja ganz unterschiedliche Personen und auch ganz unterschiedlich ausgerichtete Personen. Wie weit spielt das eine Rolle oder spielt das gar keine Rolle? Ja, das ist ja das, was Karl Christoph mal betont hat, immer, dass interessanterweise jeder sich aus dieser, wie es da hieß, aus dieser Rüstkammer bedient. Nicht? Jeder sucht, grundsätzlich bleibt natürlich die nationalstaatliche Perspektive und jeder bediente sich elementar aus diesem Instrumentenkasten. Keine Gegenseite, sondern jeder griff in denselben Instrumentenkasten. Ne? Das kann man im Einzelnen dann natürlich in der Gewichtung, ist das ein ganz spannender Punkt in der Gewichtung, wie sich die Dinge darlegen, wie sich einzelne Argumente zusammenbauen. Aber im Prinzip ist das Phänomen, dass das der große Instrumentenkasten ist. Ne? Ich benutze die Gelegenheit und springe mal in eine Lücke, die zu entstehen scheint. Als Ägyptologe ist man ja gewohnt, die Makedonen als Griechen zu subsumieren. Ja, wir sprechen also vom griechischen Ägypten und man muss dann immer dazu sagen, ja, also das waren eigentlich Makedonen. Und ich finde es natürlich unter dieser Perspektive oder in dieser Gewohnheit stehend eigentlich verblüffend, in welchem Maße man also, sagen wir mal, vor Treußen offenbar also einen Gegensatz zwischen Griechen und Makedonen sah, dieselbe Sprache sprachen. Also wie kommt das eigentlich zustande? Oh, da machen Sie jetzt ein anderes Fass, ein großes Fass auf. Das ist ein Problem der besonderen Art. Auf der einen Seite die Frage, waren die Makedonen Griechen? Das ist eine Frage, die ja bis in die Gegenwart hinein politisch geführt wird, die aber auch die Griechen schon hatten. Lösbar ist das im Grunde gar nicht, nicht? Auf der einen Seite, aber der makedonische König, der musste schon zum Konstrukt greifen, um bei den panhellenischen, bei den griechischen Sportspielen dabei zu sein. Da haben sie gesagt, ja, der ist ja verwandt mit dem Königshaus aus Argos, aus der Peloponnes, deshalb darf der da mitmachen, als makedonischer König, nicht als Makedone. Ich glaube, sie ist genauso wie heute auch bei den Griechen eine politisch vermittelte Frage gewesen. Nicht? Es ist der Punkt, viele debattieren immer darüber, ja, wie sieht der Strabo und das, und der sagt, das sind doch vielleicht doch, und wie gehen die antiken Quellen mit diesem Gegensatz um? Der Punkt ist eher der, dass wir bereits da plötzlich solche Argumente haben, die auf irgendwelche Ethnizitäten gehen, die Trennung darstellen. Und bei den Griechen war das besonders stark. Man fragt sich, wer zählt denn jetzt? Was waren denn die Makedonen? Die sprachen ein bisschen anders und sind auch irgendwie anders geartet. Aber dann gab es plötzlich auch dazwischen solche, mit denen man auch nicht fertig wäre. Wir sind ja nicht die Einzigen. Wenn man fragt, wer ist eigentlich ein Grieche? Ja, wer darf dann an den Olympischen Spielen teilnehmen? Auch das sind im Grunde immer wieder nur Ausschnitte, weil die da in Mittelgriechenland sitzen, da diese Aitoler und so weiter, das sind ja so halbe Stämme noch. Heißt es bei Tocydides noch, die essen rohes Fleisch und die babbeln da so etwas, das ist kein richtiges Griechisch. Das sind
So heißt es dann in der attischen Komödie, in der Tragödie, Meixobabroi, Halbbarbaren. Also diese ganze Ausdifferenzierung, der Ethnizitätsdiskurs bei den Griechen ist wirklich ein eigenes Thema. Bei den Makedonen wird er dann, aber dieses Problem, was die Griechen für sich selbst schon mal aufgeworfen haben, wird er ganz stark natürlich im 19. und auch im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein wieder mobilisiert. Die ganze Auseinandersetzung, die Grenzziehung im nordgriechischen Bereich haben im 19. und im Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt. Manchmal heute auch noch, auch in den 90er Jahren, als der Balkan sich neu ordnete, haben sie es alle mitbekommen, wie stark da plötzlich so eine geradezu, ja, wie soll ich das jetzt sagen, schwer zu vermittelnde Diskurs Platz griff in der politischen Debatte. Da konnten sie diese Debatten, die wir hier für das 19. Jahrhundert mal so nachverfolgen können, in der Gegenwart nachvollziehen. Oh, da könnte ich Ihnen viel Literatur, da gibt es interessante, aber das sind mehr Propagandaschriften als historische Auseinandersetzungen. Gibt es weitere Fragen an Peter Funke? Ja, bitte. Vielen Dank für den Vortrag. Kann man das, kann man das Thema Ihres Vortrags so auch bei der französischen oder anderen europäischen Rezeption oder Darstellung in der griechischen Geschichte finden? England, Russland, das würde mich interessieren, ob Sie das dort auch reflektiert finden, was Sie in Ihrem schönen Vortrag dargestellt haben. In der Tat, ich habe es nur mit dem einen kleinen Satz ja gesagt, in England und in der Schweiz hat man das früher schon gemacht. Das ist in der Tat, wir haben ein paar auch Schweizer Altertumsforscher, die vielleicht gerade von dem Hintergrund der Schweiz die Perspektive auf Griechenland eine ganz andere war. Man hat die Perspektive auf Griechenland. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Das war die Wendung auch, die ist dann zum Teil politisch vermittelt. Frankreich, das wurde, setzte sich in die Römertradition herein. Nicht? Das war das Romanische und gegen das wurde noch stärker das Griechentum bei den Deutschen wieder ausgespielt, weil man eben in der deutsch-französischen Gegnerschaft in den Freiheitskriegen und so weiter gegeneinander stand. Das war noch ein weiterer Triebwurzel, das Griechische stärker nach vorne. Bei den Engländern sicherlich auch. Nicht eine starke, aber die sind dann zum Teil anders vermittelt. Das ist bei George Grote zum Beispiel wunderbar auch zu sehen. Auch das, was Herr Heil gerade gefragt hat, da finden Sie das noch viel stärker, den Umgang zu wissen mit konservativer und liberaler Geschichtsschreibung vermittelt mit dem Rekurs aufs Griechische. Ne? Aber ich habe das sind noch so eigene Punkte, da muss man sich noch stärker reinlesen. Aber es ist ein ganz spannender Punkt. Ja, hier kommt schon die nächste Frage. Und noch gleich im Anschluss, kann man dann diese Überlegungen auch auf die Staatstheorien für die EU anwenden? Ja, das hat man zum Teil ja versucht. Also das schon, aber das ist jetzt nicht sozusagen als politisches Argument, sondern dass man ja gesagt hat, bei der EU was gibt es denn da an Vorbildern? Wie ist nicht die, dieses das Zwischenspiel zwischen Zentralität und Diversität und Eigenstaatlichkeit? Und da haben wir immer gesagt, das ist doch im Grunde eigentlich so, da kann man im Grunde das Römische Reich, kann man das nicht doch wieder vergleichen, die hängen doch auch zusammen. Da spielt man ganz eigenartig vor schon Abendland herein, denn das ist wirklich imperiale Ausgestaltung. Aber auch die Frage der griechischen Föderalstaaten. Viel stärker hat es reingespielt in Amerika, nicht? Also die Diskussion der Verfassungsväter um die Verfassung der Vereinigten Staaten in der Gründerzeit, die Gründerväter, die Verfassungsväter, die beziehen sich ganz ausdrücklich auf die antiken Verfassungen als das Vorbild, was man braucht. Die sagen, Mensch, was haben wir an Föderalstaaten? Holland, die Niederlande und so, das taucht alles nichts. Und dann spielt sehr stark eine Rolle, eine Quelle, die damals gerade neu ediert wurde, philologisch erschlossen wurde. Strabon spielt eine große Rolle. Da wird die Verfassung des Lykischen Bundes beschrieben. Und das war dann mit einer der Vorbilder in der Verfassungsdiskussion um die föderale Ausgestaltung zwischen Zentralgewalt und Gliedstaaten. Da können Sie es ganz gut greifen, ja. Bei der EU hat man ähnliches gesagt. Mensch, könnte man, das ist doch so wie. Ne? Aber das sind dann mehr Analogiebildungen, die man dann... Wie das mit allen Analogiebildungen in der Geschichte ist, sie sind anregend, aber sie können nicht unbedingt ursächlich argumentativ eingesetzt werden.
Wir feiern ja das Jubiläumsjahr von Heinrich Schliemann und in dem Zusammenhang wollte ich fragen, hat er zu dieser Diskussion, die Sie gerade aufgeführt haben, beigetragen oder wurde er vereinnahmt von einer der verschiedenen Seiten? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stand gar nicht sagen. Natürlich, er trägt dazu, seine Tätigkeit ist natürlich ganz entscheidend, das Interesse, die Begeisterung für die Archäologie als Wissenschaft vorangetrieben hat. Auch wenn die Diskussion noch so sehr gehen und sagen, oh, das war ein Schatzgräber und so weiter. Nee, der hat schon in seiner Art, wie er Ausgaben machte, entscheidende Fortschritte in der Wissenschaft gemacht. Da sind wir dann bei in den 60er, 70er Jahren. Und insofern beigetragen, ja, er wurde, aber das war schon eher, dass er als Archäologe, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie weit er möglicherweise darauf noch Reflex in den Tagebüchern und so weiter gemacht, die jetzt gerade wieder neu erschlossen worden sind. Aber er hat schon dadurch, dass er die Archäologie gewinnt als eine der zentralen Wissenschaften, gerade nach 1871 durchaus einen starken Aufschwung damit. Und hier in Berlin haben sie das Ganze ja durch die Konkurrenz der Museen zwischen London, Berlin und Wien, Paris. Das war das, in dem sich dieses stark auch politisierende abgespielt hat, ganz sicher. Ja. Aber wie weit er jetzt sozusagen das war für ihn nicht die Frage. Er ist mehr in der anderen Welt. War es Agamemnon oder nicht? Ne? Gut, ja, wie weit die jetzt, das ist ein anderes, also die Vermittlerleute, die Rolle, die sie in der Politik gespielt haben, auch mit, wie sie zusammengewirkt haben, da ist er natürlich eine schon zentrale Figur, die dort eingespannt wird. Aber dann eher allgemein, würde ich jetzt sagen, also ich bin da auf dünnem Eis, weil ich, unter dieser Perspektive seine Darlegung nicht, das muss ich auch wirklich mal machen, das ist ein spannender Punkt. Habe ich nicht zu Ende geführt. Ja, ich sehe im Moment keine weiteren Meldungen. Vielleicht ist das der Moment, erst noch einmal herzlich Dank zu sagen für den wunderbaren Vortrag. Dann fortzufahren mit einer Einladung an Sie, aber nicht ohne vorher noch gebührenden Dank ebenfalls ausgesprochen zu haben an diejenigen, die uns diesen Abend hier ermöglicht haben. Ich spreche von dem Veranstaltungsservice unserer Akademie. Ich nenne namentlich Doris Fleischer, Franziska Urban, unsere Veranstaltungstechnik unter der Leitung von Gennady Lubomirski, Herrn Hauschke. Also herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie uns hier wieder ein Setting für unsere Veranstaltung gegeben haben. Und ich möchte Sie jetzt allerdings eben wieder nur diejenigen, die sich der Mühe unterzogen haben, hierher zu kommen, noch einladen zu Getränken. Ich nehme mal an, dass die gleich hier irgendwo erscheinen werden. Die Gesunden gibt es umsonst, die Alkoholischen gegen einen kleinen, aber vertretbaren Unkostenbeitrag. Also dann gibt es auch Gelegenheit, dann können Sie noch mit dem Referenten und natürlich auch miteinander ins Gespräch kommen. Ich hoffe, Sie haben so wie ich diesen Abend genossen und wünsche uns noch einen weiteren schönen Abend oder Ihnen gegebenenfalls dann, wenn Sie weg müssen, auch einen guten Heimweg. Wiedersehen.